So, Freunde, da haben wir Marcel im Team, Marcel und Sion, die geilen Ausreißer hier. Wir werden Marcel natürlich jetzt auch gleich mal trainieren. Und jetzt brauchen wir Nidoran nicht, weil es ist ja Gift. Das werden wir Samurzel fangen, wenn es geht. Lel. Ach so, du hast ja Schutzband. Ja, Moment. Nehmen wir vielleicht doch mal ab, sonst wird es eh nichts. Ich glaube, das Schutzband funktioniert irgendwie nicht, wenn es hier oben so hoch gelevelt ist. I don't know. Huna, Alter, was ein wackes Viech. Aber ein guter Trainingspartner, weil der kann ja nicht angreifen und wir können uns schön mit der Vergiftung an ihn ranarbeiten. Alter. Der da nennt sich Pokémon-Experte und vergisst, dass Kukuna schon den Gifttyp hat. Ja, nevermind. Alter, bin ich... Das war ja der größte Fail ever, Alter. Ich habe noch nie so gemein failed einfach in meinem Kopf. Holy shit. So, komm her, Samurzel. Samurzel, Samurzel, Samurzel. Come to me. Du liebes Samurzelein. Come to me. Du geiles Ding. Chitani liebt übrigens Tengulis, also mein bester Internet-Buddy. Der liebt Tengulis so krass. Der findet es halt einfach genial. Und jetzt kann ich quasi endlich mal einen Tengulis für ihn trainieren, so. Also, ich habe auch noch nie einen Tengulis trainiert. Ich glaube, dass er Murzel oder Blanas verrecken wird, aber ich hoffe es mal nicht. Alter, gib mir doch jetzt einen Scheiß. Ne? Viech. Nidoking wäre aber auch krass gewesen. Ne? Giftboden, volle offensive Power. Wir haben bis jetzt nur defensive Power. Also unsere Challenge ist recht stall-lastig. Aber hey, das sind die Mittel, mit denen man arbeiten muss, wenn man keine krassen Killer hat. So. Bis jetzt gefällt mir das aber eigentlich. Also Slimer ist cool, Alter. Ist Samurzel die 5% Chance hier oder wie sieht es aus? WTF, Mann. Ja, dann machen wir doch gleich mal Kämpfe, oder nicht? Marcel, du bist dran! Eigentlich bin ich hier, um mein Team nach einer Niederlage aufzustocken. Aber du wirkst hier entsprechend auf mich. Prima, dich knöpfe ich mir vor. Ja, ich wirke wie ein Schwächling. Bin aber hoffentlich keiner. Was hast du, Kanimani? Das ist sogar echt ein Legend-Pokémon. Das ist quasi so, als ob er den Starter gewählt hätte. Hagelalarm, Alter. Wieso haben die denn alle Hagelalarm? Was ist denn los hier? Werden Eisattacken eigentlich verstärkt im Hagel? Ich glaube nicht. So, Giftwolke. Sehr schön. Damit hat Marcel eigentlich alles gemacht, was es machen sollte. Nämlich vergiften. Schafft er den Kampf eigentlich alleine? Ich glaube nicht. Pfund! Nee, das wird er nicht packen. Nee, das packt er nicht. Gut, ah, wir haben es versucht. Marcel hat vergiftet, das ist eigentlich alles, was man so erwarten kann. Von ihm aktuell. Die Giftwolke im Early ist schon nice. Muss man schon sagen. Ist schon ziemlich gemein. Ist halt wie Giftstachel von Pionskora, von Skorupina. Aber in besser. Alter, ich werde Skorupina so vermissen, ne? Und Charui. Oh, Mann. Wir hatten so coole Pokémon in dem Run, ne? Naja. Okay. Tackle! Los, Sion! Wir hätten Sion eigentlich anders nehmen müssen, und zwar Neos. Oder Neos. Neos? Weil Sion ist ja... Der Name ist ja eigentlich gepachtet, ne? Aber egal. Kannst du jetzt bitte treffen? Mann, Kratzer ist doch viel geiler. 40 Stärke und 100 Genauigkeit. Ja, ein Tackle 35, 95. Richtig scheiße. Wow. Oh nein, jetzt sind mir die Pokémon ausgegangen. Oh. Gibst du meine Telefonnummer, so können wir uns noch mehr zu noch mehr kämpfen. Ja, komm. Übrigens, ich guck mal nach, wie viel Geld die Mutter jetzt gespart hat. Wir haben 64 bekommen. Wie viel hat sie gespart? Das würde mich jetzt interessieren.
16. Das sind 72. Vier, fünf. Ein Fünftel? 20%? Stimmt das? Ich glaube schon, oder? Ein Fünftel, ne? Was sind denn 16 von 72? Müssten ein Fünftel sein. Ah, du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Liefern wir uns einen Kampf! Let's battle! Teenager Rachel. 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 Farbigel! Galerafee! Oh shit, Alter, was ist mit uns los? Wir machen die Folge. Der kann eh nur nachhammer, lul. Ach, fick dich. Unlucky. Aber jetzt macht er Verzweifler und killt sich selbst. Tolle Wurst. Gutes Pokémon. An der Stelle. Ja, ja, kill dich mal, ne? Tackle! Also ein Level 2er. Alter, der gibt aber ganz schön viele Erfahrungspunkte. Nice. Härtner! Das ist solide eigentlich. Boah, Relaxo ist heftig. Relaxo ist heftig. Es ist leider männlich, Mann. Was ist da los? Okay, Tackle. Wir sind halt immer letzter. Das ist so dumm. Uns bringt die Inde doch gar nichts. Aber es ist jetzt quasi ein richtig fettes Kokuna, was da vor uns steht. Mit einem potenziellen Fund oder Tackle. Alter, der Damage ist nicht da. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass der hier Härtner spammt. Einige. Härtner vor allem. Jo, wie sehr kann man sich denn noch zusammenrollen eigentlich? Oh, jetzt kommt ein Tackle. Ja, genau, er crittet halt. Was ist unser Crit? Ja, wo ist unser Crit, bitte? Wir kriegen keinen Crit. Ja, genau. Wir gehen sogar noch daneben. Unfair ist auf jeden Fall was anderes, ne? Ist natürlich nicht unfair oder so. Wir sind 5 Level drüber und schaffen es nicht, ihn zu killen, Alter. Boah, ich sehe echt Schwarzvision, ja. Das ist einfach krank. Ich hoffe, du kriegst eine so geile Fähigkeit als Indiecoco. Das wäre super heftig. Hochmut! Oder, nee, nicht Hochmut, sondern hier. Ne? Kraftkoloss. Mentalkraft. Das wäre saugeil. Da würde ich uns sehen. Oh, der Bounty ist aber on point. Das ist seltsam. Vorhin habe ich Haushoch gewonnen. Ja, gut. Mit einem Relaxo gegen einen. Was hatte der andere? Ein Lappen-Pokémon, Level 2, Kanimani, Level 4. Aber mit Relaxo gegen Kanimani sollte machbar sein zu gewinnen. Setz mal einen Freund an. Noch Masiel. Unseren Masianer. April Box. Die April Box. Ich selbst bin keine Trainerin, aber wenn dir ein Trainer in die Augen sieht, solltest du dich auf einen Kampf vorbereiten. Samurzel! Wo bist du? Komm heraus, komm heraus, wo immer du bist! Alter, komm ruhig hin. Die Unwahrscheinlichkeit in Persona. Wir haben hier 35, 15 und 50. Ich glaube, das Amurz ist tatsächlich die 15% Genre, weil es echt selten ist. Samurzel! Komm raus! Nice, da ist es! Auch männlich, weiblich wäre auch scheiße gewesen. So. Wir machen erstmal Pfund. Das ist einfach schneller, lol. Ich glaube, ich mache Giftfolge. Ja, lol. Also mit Geduld und Härtner. Ja, lässt sich vielleicht nicht so arbeiten, aber das wird schon noch. Ich versuche mal jetzt einen Ball zu schmeißen, einmal weil ich es kann.
Bleib drin. Nice. Geiles Pokémon, Alter. Wunderbar. Ja, damit haben wir jetzt drei richtige Underdogs, muss man schon sagen. Eichelnuss. Mit dem Stiel auf seinem Kopf hängt es sich an Äste. Bei starkem Wind fällt es durchaus einmal runter. 4 Kilo wiegt der Scheiß. Das ist ein 1/2 Meter groß? Bruder. Okay, wie nennen wir Samurzel, Freunde? Ich würde da... Könntest du ihn ja nach Shitani benennen. Könnte ich machen. Thematisch würde es auch irgendwo ein bisschen so Sinn machen, weil er ja auch... Tengul ist. Stenguli. Machen wir mal Shitani. Shitani! So. Hat sogar ein Item dabei. Domfossil! Ja, sicherlich! Geile Meile, Alter. Spezialangriff plus für Init. Das ist. Naja. Nicht das Beste. Aber auch nicht das Schlechteste. Dulden Herdner. Frühwecker ist gut. Das ist echt eine gute Fähigkeit. Und Domfossil. Holy shit, Alter, dieses Pokémon, ne? Blöd, ich weiß, wie dir da lebt. Domfossil ist nice. Damit können wir nämlich, wann immer wir wollen, einen weiteren Encounter auf einer Route fangen. So, Gen 3, suche das Sarmurzel. Sarmurzel vor allem. Nicht Sarmurzel, sondern Sarmurzel. Shitani. So. Dann Filter. Habt ihr schon gefunden? Ja gut, relativ halt oben nur. Ist ja auch ein Anfangs-Pokémon aus der Region. Left. For Dead, machen wir 700, ja, das kommt gut hin, 100, 400, Bottom. Started from the bottom, da wo ich herkam. Gibt es keine Badepromenaden, nur Stahlbetonfassaden. Null. Alter, ich bin ja ein Boss. Mittlerweile kann ich das echt gut abschätzen. Alter, ich bin ja ein Abschätzungsmeister hier. Holy shit. Da ist er. Unsere geile Nuss, Alter. Unsere geile Eichel. Richtig geile Eichel, lecker. So. Ja, der ist ein bisschen. Ja, sehr schön. Damit haben wir 3 Pokémon, Alter. Was geht? Bin ja richtig on fire hier. So, wir werden natürlich gleich unser 4. Pokémon da oben fangen, wenn es geht. Ach, scheiße. Ups. Ich suchte Käfer-Pokémon. Doch, ich war ein Trainer. Alter, das Mutze sieht voll cool aus irgendwie. Ist halt auch irgendwie so ein wackes Pokémon. Ja, genau! Hat der einfach mal Nidoking. Level 3. Dürfte aber eigentlich nur Giftstachel können, oder? Ja, bis jetzt. Also nur, ist gut gesagt. Es ist Step. Ein Kapitan. Oh, irgendwo ist, okay. Komm, Seon. Bash ist weg, Alter. Jo, wie der das tankt. Ist ja. Wieso kann der Doppelkick? Ach du Schande, Bruder. Oh nein. Oh nein. Okay, Maziel, du bist dran. Der kann Giftstachel und Doppelkick ziemlich gut tanken, eigentlich. Glaube ich. Oh nein, nicht Schnabel. Ja, das geht auch. Hund!
Marziel! Putz! Haus weg! Gönn dir die Erfahrungspunkte, Bruder. Alter, wie der Doppelkick einfach einsetzt. Richtiger Motherfucker. Das war schon sehr asozial an der Stelle. Level 10. Scheiße, ist der jetzt über dem Level Cap? Ich hoffe nicht. Level 13 hat der. Ach so, ich habe jetzt sonst nichts. Kupanze. Psychoboden. Marziel, da möchte ich dich ganz ungern drin lassen. Wobei du musst einmal heilen, ne? Was kann denn Pupanze im Early? Ich will eigentlich nicht nachgucken, aber ich muss. Gute Gen. An Konfusion. Bruh. Ja. Eine Konfusion werde ich schon tanken, oder? Okay, macht gerade noch. Heftiger Kampf, Freunde. Richtig heftig. Pupanze wäre auch cool. Ich meine, ich mag Lepumentos so gar nicht, aber es wäre halt ein interessantes Pokémon. Ich meine, Psychoboden. Leider Schwebel random, wobei Schwebel ist eh nutzlos an dem Pokémon. Aber das wäre halt ein sehr interessantes Mon. Ich kenn mich da ja gar nicht aus, was der kann. Ich werde es ja nochmal angreifen, du Stück Scheiße. Ja, Sion wischt halt damit den Boden auf, zum Glück. Solide, ne? Marziel erreicht Level 5. Zwei Angriff. Krass. Ah, du bist zu stark. Ey, Alter, du hattest aber auch krasse Pokémon. Kann man schon sagen, so. Aber wir haben einen Pflanzen-Pokémon, Freunde. Ne? Vielleicht lernt er irgendwann eine Pflanzenattacke, wer weiß. Oh, hell no. So, 31. Ich würde das erstmal speichern wollen. Währenddessen würde ich nachgucken, wie es denn auf 31 so aussieht mit Pokémon. So. 31. Was gibt es hier Schönes? Also hier gibt es Knovensa, Raupi, Safkorn und Taubsi für uns. Und nachts Radfratz, Uthut und Vivarak. Okay, vier Pokémon des Tages. Also Knovensa wäre quasi das Neue. Gucken wir mal. Oh mein Gott. Ich wollte schon immer mal ein Palimpalim trainieren. Auch wenn es richtig... Das ist auch so ein richtiges Lappen-Pokémon eigentlich. Freundschaft sogar in der Nacht. Okay, wir müssen das Spiel mal auf Nacht spielen. Ja, mit 14 Konfusionen. Aha, das ist gut. Die Werte sind ja eher so, geht so. Also. Ja, tanky. 455 hat es. Was? Vor der siebten Gem betrug der KP-Basiswert von Volumen 65. Toll. Vor der siebten Gem betrug der Verlangswert 70. Toll. Und der Schmerz 180. Ach du Scheiße, ist das schlecht! 65, 70, 80 in den Defensivwerten. Das ist ja mega bad. Okay. Ja, wobei, wir müssen es ja nicht fangen. Stimmt, das ist ja nicht mal. Wir haben ja nicht mal die Pflicht, es zu fangen. Oh, Gott sei Dank, Alter. Ich glaube, Palimpalim will ich doch nicht trainieren.
Ja! Der Zonk, der König der Spottel, ist zurück. Lel, Alter. Bidifas, Biberel. Ist eigentlich voll das starke Pokémon am Anfang, weil es halt Wassertyp hat, Aquanare kann und normale Attacken richtig reinzimmert. Aber die Werte, Alter, die sind ja kompletter Garbage. Ich hatte vor, meinen Bidifas in Platin in Solo-Run zu machen. Nur mit einem Bidifas. Das wäre saugeil. Aber boy, boy da boy. Ja, mach schön Tackle auf das Samuzi. Boots. Oh, der Damage kann sich sehen lassen. Ach ja, das ist ja ein witzloses Pokémon, ey. Das Beats ist ein richtiger Zong. Vor allem guck mal, wie derpy es aussieht. Hast du Gras für mich? Hast du diese Beats für mich? Alter, 12 XP sind halt auch nicht die Welt, so. Oh. What the fuck? Was gibt's hier für Pokémon, Mann? Bonera. Happini heißt es im Englischen. Level up mit ovaler Stein am Tag. Scheiße. Das heißt, wir werden niemals einen Chanera kriegen, vermutlich. Und dann mit Freundschaft zu Hightower. Was ist denn das für eine seltsame Entwicklungsmethode? Ach du Scheiße! Die Werte sind ja kompletter Garbage. Ich habe noch nie was Schlimmeres gesehen. Hightower ist der 4. Gen, wa? Hightower. Was? 2. Gen? Kann man nicht erzählen. Läuft 540, wir dürfen Hightower, wir dürfen sie nicht mal benutzen. Wegen der hohen KP. Lol. Underdog ist was anderes, ne? Abonnera ist ja gar kein Underdog. Ja, Rest in Ronis. Hm. Okay. Hm, die Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon mit Hilfe eines Vergetrunken für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen gehen. Mach. Alter, wir finden hier ja im. War, haben wir hier nicht Machtreif gefunden? Letztens? Die Spezialverteidigung senkt. Das ist ja mega dumm. Ja, gut, aber auch Marciel. Lotion zum Ausgleichen. Machen Sie auch Marciel. Noch mehr Spezialverteidigung. Was auch sonst. Gut. So, wir haben jetzt hier drei Pokémon gesehen, ne? Vonera, Bidiza und. Weiß ich nicht. Hier gibt's 4, aber. Soweit ich weiß. Wow. Okay. Never mind. Gut. Das heißt, war der Bidiza und Vonera schließlich aus? Welches war das erste, was wir gesehen haben? Das würde ich dann vielleicht nehmen. Für die Route. Oder warten, bis wir die Angel haben? Ich weiß es nicht. Hi, hallo! Sacrum Alex! Sacrum Alex? Bist du Alex? Sacrum Alex, cooler Name. Willkommen zum weltbesten Stream der Welt. Ja! Ein Meisterball liegt hier rum. Einfach so. Ja, also, ne, man kennt's, man kennt es, Freunde, Meisterball. Ich habe hier nicht mehr Pokémon gegangen, lass uns kämpfen. Ja, lass uns kämpfen, Alter. Bin mal gespannt, dass der, oh, der hat echt viele Pokémon, Tropius, oh, das wäre auch so cool, Mann, das will ich haben. Das will ich jetzt haben, hier und jetzt.
sofort. Auf dieser Route möchte ich das haben. Ey, das wäre der Underdog schlechthin, ne? So. Warte, Monera hatten wir Bifas und Palimpalim. Ach ja, oh Gott, das war ja voll kacke. Ja, ich würde wahrscheinlich am ersten Palimpalim holen, aber ist halt alles nicht so die Welt, ne? Ist halt alles nicht so wirklich die Welt, was hier so abgeht. Tropius hat wie viel? Müsste 480 haben, glaube ich. Hallo? Und V, Tropius. Ja, 460 sogar nur. Aber relativ tanky ist es. Also 99 KP, 83 Verteidigung, 87 Verteidigung, 72 Spezialangriff. Also ist ein spezieller Tank so ein bisschen. Also man kann da schon was machen mit. Ja. Tropius würde ich jetzt echt gerne haben wollen in der Challenge, ne? Aber geht ja leider nicht. Das wär mal was. Pflanze-Flug ist auch eine interessante Kombination. Wie gesagt, ich wünsche mir immer noch ein richtig starkes Pflanze-Flug-Pokémon. Oder Tropius Mega, Pflanze-Flug. Kein Drache bitte. Das wäre auch geil. Ja. Naja, wir müssen das Tropius leider hier besiegen an der Stelle. Das gönnen wir uns aber natürlich die richtig krassen XP. 72. Das ist fett. Nicer, da ist er. So. Ampharos. Das ist bitter, Bruder. Ampharos. Machen wir nochmal Giftwolke. T-Wave ist da. Shit, shit, shit. Please don't. Nein! Ach man, das ist doch jetzt belastend. Bitte nur eine Vergiftung, Maziel. Maziel, komm schon. Yes! Du bist unser Mann! Ohne Witz. Richtig guter Typ. Richtig guter Typ. Richtig guter Typ. So, jetzt kannst du hier oben wieder rein. Richtig nice Typ. Boah, jetzt macht der Heuler-Spam. Übrigens, egal wie hoch gelevelt wir sind, egal wie viel Inne wir haben, wir sind immer letzter dank Zeitspiel. Das ist sowas von reulig. Er hätte jetzt T-Wave machen können, for free. Mit T-Wave for free wäre da jetzt hätte kommen können. Zack! Aber der Tackle, der macht aber nicht mehr Schaden. Schaden ist was anderes. Da ist sie, die T-Wave. Zum Glück haben wir Paraheiler, aber. Ja, ja. Zack! Hallo, wer ist das? Quizzlepixel, herzlich willkommen. Quizzlepixel und Sakroma Alex zu diesem schönen Stream, zum weltbesten Pokémon Hot Gold Unlock Stream. Wahrscheinlich der einzige Hot Gold Unlock Stream, aber egal. Was kommt jetzt? Elekid. Ach du Schande, ist ja noch schlimmer. Ach Mann. Maziel, du bist dran. Ich versuche das Elekid vielleicht wieder zu vergiften. Alle drei ist schon wieder. Ja, moin, Sandsturm. Ah, oh, I found a stream because I like Pokemon 2. Ah, okay, sorry, you're English. I'm sorry. Yes, welcome to the best Pokemon stream on Earth and from and far behind of that. Yeah, we play a randomized Nuzlocke version. I call it Hot Gold Underdog Challenge. You know what underdog means, no? That is fine, that is fine. Cool. Nice! I poisoned him. That's good. Komm, gehen wir mal ein paar XP an Shitani. I'm shiny hunting. Shiny hunting. Ja, okay. I can relate. I'm a hot gold. Cool. I also got a shiny in hot gold before I started this challenge run. I had another challenge run and in this I got a shiny I don't know the Pokemon in English. Wait a minute. Smurgle. A shiny Smurgle. Because there was a Smurgle in the Flagmon in the Slowpoke. Ah, I can't English. And then it's stressful and looking for Ho-Oh. Shiny Ho-Oh. Ja, moin.
That is very stressful, yes. So. Geiles Sandsturm-Elikit an der Stelle. Habe ich jetzt Geduld eingesetzt oder nicht? Titani, yes. Ach komm. Gib mir Schaden. Do some damage, please. Was ist das? Also man will ja mit Geduld arbeiten und dann kommt da nichts. Ach so. Moment. Zählt es noch? Ja, nice. Null. Gamma Hahn is a watch. Nice. Good. Well played, Chicken. Gamma Hahn is a watch. Yeah, yeah, that's fine for me. Oh, thanks for following, Quizzlepixel. Thank you very much. You got a nice name, by the way. Quizzlepixel. That is funny. Quapsel. Quapsel, Quapsel. Oh, Quapsel. Tortpole. Ja, Swagpole. Naja. Quapsel wäre auch geil. Möchte ich auch haben. I want this Pokémon. He got so much cool Pokémon. And I want them all. Especially Tropius. Thank you very much, Paralyzes. So. Thanks, I made up the word Quizzle. Quizzle is a word? What does that mean in German? I have to Google translate it. Quizzle. Huh? What does Quizzle mean? Can you explain, please? I don't know what Quizzle means. In German we say Quizzle as a funny nickname for the word quiz. Quizzle. But not with S. It's not a word. Oh. What is it when it's not a word? Quizzle. Achso, it had no meaning. Achso! Yeah, good! It has no meaning. If it's like this, it's something different. Yeah, yeah, we say Quizzle for quiz. To make the word funnier, you know? Okay, just some people say this, but you know, everyone is making a word funnier with interesting spellings, so... Quizzle! Hey, can we make some quizzles today? You know? Welcome back to the quizzle of my shizzle! Yeah, German is crazy. Lidze wäre aber auch interessant, ne? Wäre schon ein interessantes Morgen. Aber nein, nein, nein. Wir können hier nachts vorbeigucken, stimmt. Let's watch tonight. Oh, Adrina, du bist echt witzig. Du hast mich mindestens alle überholt. In Ordnung, Adrina, dafür kommst du jetzt zu mir. Hier, Kampfkamera. Richtig unnötig. Hauptsache, du hast es bekommen, ne? Ich brauch's ja nicht mehr. I have to study, but I watch your stream instead. Oh, please, boy. My stream is very, very interesting. But studying is... studying is... necessary. That's what I want to say. I don't want to hold you up from your start dying. My English is not the best, sorry. So... you can study and watch to my stream if you want. Lol. It's for a math quiz. A math quizzle? Sorry. A math quizzle, oh shit. Quizzle, quizzle. Bernfrühstücke, Bernfrühstücke. And I already studied. Aha.
überlege gerade, ob ich meinen Computerzelt auf Nacht stellen kann. Einfach so. Geht das? I try something, guys. I try to make the time tonight. It's not cheating, no. That's funny. Okay, let's make it 12 hours later. 12 hours later. 12 hours later. Can I name, I name you next month. Yeah. Oh, it's night. Oh, magic. My naming theme is, oh God. How does it in English? Wait a minute. Anagram. I made anagrams of the German Pokemon names. You see, this Pokemon is in German Iniku, and I got the letters and make Sion at it. This is in German Slimer, and Niklas, a viewer here, made it to Marcel. And Chitani is a very, very good friend of mine. So, and he loves Tengul, he loves this evolution line, so I made it after him. But I can name the next Pokemon Quizzle Pixel, if you want, or Quizzle, or Pixel, but I think Quizzle is a better word. But in this route, I got no cool Pokemons I want to catch, but now it's night, and night there are some other Pokemons, so let's look. What Pokemons are there? Okay, nice. It's again a Bidoof. No. Bidoof sucks. Oh, lol. Oh, lol. I am live for... warte mal. Wait a minute. Aren't there no other Pokemons? Pokemon? Was sind die gleichen? WTF? Why are they the same Pokemon? I doubt there are other Pokemon in the night. But it doesn't seem like it. That's bullshit! Oh, I'm so dumb! I think I made. In the randomizer, you can activate, as you can enable or disable the function for day-night cycle. Day-night circle. And, but I think I didn't. I think I disabled this. So we got no day-night circle. What means we got no night Pokemon. Oh, I'm so dumb. Okay. That's shitty. Oops. Okay. That's shitty. Oops. So. Ist meine Stimme jetzt ein bisschen am Arsch? Okay. That's shitty. Nee, gut. Alles klar. Ah, fuck, we need night. Yes, yes, yes. That's bullshit. But I can't enable this now. Ich kann es nicht aktivieren. Oh na. Ja, okay, lass mal kurz gucken. Let's have some look. On route 29, on the beginning route, to look if they are the same Pokemon or if they are another Pokemon, because I want another Pokemon on this end route 31, because the Pokemon we got a day aren't that good. Ah!
Ah, just for explaining, Quizzle Pixel. We got a rule that says we need to catch underdogs. And an underdog is defined by the end evolution summary stats. Does that make sense? So if the stat summary of the last Pokemon is 525 or above, it's above 525, we aren't allowed to catch it. So Crobat, the evolution of Zubat, is not allowed because Crobat got 535. But no, not the first stage. We are allowed to evolve all Pokemons we catch, but we cannot catch Pokemon who got a base stat of 525 or more. You know? Like Typhlosion, the starter of this region, has 534. So we... Wait a minute! I try to make a simple text to make this to show you. Base stat summary 525 or lower. Yes. I have to sorry by. Hey, I have to sorry by. What does that mean? Oops. Okay, bye. That's the explanation. The explanation of the underdog challenge. Fuck. That makes sense, doesn't it? Doesn't make it? Okay, Leute. Seid ihr noch da? Also die deutschen Leute hier, Niklas, Lubloop und... Weiß ich nicht. Seid ihr noch da? Wäre cool. Ich bin ein bisschen alleine. Gut, jetzt gucken wir mal, ob hier die Pokémon anders sind. Okay, sie sind anders. Also haben wir doch einen Tag-Nacht-Rhythmus. Hä? Aber Togepi können wir leider nicht fangen. Deswegen. Ja, sicherlich. Armenakoyum. Aber es gibt einen Tag-Nacht-Rhythmus, also macht es schon Sinn, nachts zu suchen. Weil Togepi kam mir jetzt auch. Und Togepi kam vorher nicht. Oder? Oder ist Togepi das dritte Pokémon? Gibt's hier drei Pokémon? Das ist die Frage. Hier gibt's, soweit ich weiß. Ja, okay, hier gibt's drei Pokémon. Radfratz. Zu 5%. Aber es gäbe noch ein Hutut-Pokémon. Die Frage ist, welches ist das? Ah, nee, ich glaube, es gibt doch keinen Nachtzyklus. Scheiße, Mann!
Das ist doch dumm. So, ich hab's doch ausgemacht. Das heißt, das Pokémon, das wir auf der Route fangen dürfen, wäre Kokuna. Und das Pokémon, das wir auf der nächsten Route fangen dürfen, auf der übernächsten Route fangen dürfen, wären alle anderen drei Lappen. Geil. Richtige Lappen. Ja, okay, dann brauchen wir auch andere Nachtschalen, denn nachts bringt das nichts. Schade, Schokolade. Das ist Sad Life. LOL, hat das instant geändert. Ich dachte mal, okay. Ja, okay, dann macht es Sinn, dass es nicht geht, weil... Also, macht es nicht, aber... Nein. Fuck this shit, I'm out. Ja gut, Leute, um 15 Uhr, ne? Ich will ja nichts sagen, aber... Ich will ein bisschen Werbung machen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Lulu und Niklas. Um 15 Uhr beginnt Friendly Fire 4. Und das werde ich mir reinziehen, weil Friendly Fire ist mega geil. Ich liebe dieses Feeling, dich für einen Stream, der locker 12 Stunden gehen kann, vor dem Bildschirm zu sitzen und das live mitzufiebern. Die zocken Games, die sammeln Spenden. Ich würde da auch gerne spenden, aber irgendwie... Vielleicht spende ich auch was. Ja, vielleicht spende ich einen kleinen Betrag. Einfach weil das ist ja wirklich, da weiß ich, wo es hingeht. Da weiß ich, das geht voll und ganz. Also ich weiß es nicht, aber ich bin mir sehr sicher, weil warum sollten wir uns bescheißen? Und das geht sehr an den Betrag, es geht an den Betrag, geht alles an diese Leute. Und das ist vor allem dieses Jahr sogar an richtig viele, an Repressionshilfe unter anderem auch, was echt beeindruckend ist auch. Und da habe ich schon Bock, das mir anzugucken. Also Friendly Fire ist für mich jedenfalls Pflicht. Das heißt, ich werde auf jeden Fall kurz vor 15 Uhr aufhören mit Streamen. Wahrscheinlich so in einer halben bis dreiviertel Stunde, nehme ich an. Und ja, wir werden jetzt wahrscheinlich vielleicht die erste Arena machen. Beziehungsweise, nee, Knovenzerturm werden wir erkunden. Ach, was weiß ich, was wir machen. Naja, aber wie gesagt, ich werde es nochmal sagen, 15 Uhr. Wir könnten auch noch Nidoran holen. Mit dem Domfestival, aber... Lohnt sich, glaube ich, nicht so. 15 Uhr Friendly Fire auf dem Pizmeet oder Gronk Stream. Ich weiß nicht genau. Müsst ihr nochmal gucken. Werdet ihr aber auf YouTube bestimmt irgendwie mitkriegen. Wenn dann einfach Friendly Fire googeln. Das geht, glaube ich, auch. Friendly Fire 4. Falls ihr es nicht kennt. Ich glaube, jeder hat davon schon mal gehört. Weil die ersten drei Friendly Fires waren ziemlich genial. Alter, Friendly Fire ist... Oh, ist schon ein geiler Stream, ey. Ohne Witz, eigentlich eins meiner liebsten Stream-Dinger. Weil es ja auch noch für einen guten Zweck. Die zocken für einen guten Zweck, Alter. Was ist, wie geiler geht's hier nicht mehr? Ich glaube, wie viele Pokémon hier am Start sind. Mann, das sind nur Kokunas am Start, sind schon echt behindert. Ich hab doch Area One-to-One gemacht und nicht Global One-to-One. Aber interessanterweise ist es hier Global mit diesen scheiß Kokunas. Okay, wir können aber in der Höhle noch ein Pokémon fangen. Sollen wir? Schon mal, da hatten wir früher Ryosada, das Weberak. Mal gucken, was es jetzt so Schönes gibt. Mal gucken. Ein weibliches Bumi. Ich bin ja nicht so gern der Käfersammler, aber... Burmadame? Wäre schon cool. 424 ist echt scheiße. Stahl wäre am besten. Stahl wäre am besten. Ist nämlich ausgeglichen. Boden wäre physisch. Stahl hätte auch nur eine Feuerschwäche. Pflanze wäre kacke. Boden wäre noch okay. Das heißt Wormadam. Okay. Wie kriege ich den Lumpenumhang? Level 20 nur weiblich? Okay, das heißt, wir müssen Gummi
Alter, Burmi ohne Umhang sieht so kacke aus, ne? Holy shit. Entwicklung. In Spielen werden die Entwicklungsfluss der Reihen des Levels 20 ausgewählt. Die Entwicklung weist mehrere Besonderheiten auf. Bei Jungen, wie Abschnitt aussehen, Körperwaschung zu Burmi, ihre Freunde organisieren und anderen. Eine nicht veränderbare Form, die auf der letzten Form des vorherigen Bogens basiert. Wenn sie wollen, Bogen in der Form wieder Pflanze, Boden oder Steuer zu wirken. Und bei einem männlichen Bogen kann auch wirken. Okay, das heißt, wir müssen. Weil das Problem ist, wie kriegen wir den Stahlumhang? Also den. Was ist denn der Umhang? Den Lumpenumhang. Gras, Pflanzenumhang, Höhle und Sand, Sandumhang, Gebäude, Lumpenumhang. Seine Form ist davon abhängig, in welcher Kampfumgebung sein letzter Kampf stattgefunden hat. Bei dieser Formwechsel verändert sich die Form von Bumineo. Also wo der letzte Kampf stattgefunden hat, das ist ziemlich behindert. Weil dadurch müssen wir einen Kampf in der Stadt erzeugen. Moment, nee, ein Gebäude heißt es, ne? Ist der Knovenserturm ein Gebäude? Also ich hätte gerne echt dieses Bumi. Holy shit, Alter. Gerne ich das haben wollen würde, ne? Lumpenumhang kommt man auf jeden Fall in Bo- ja, ja, das war mir klar, aber ich wusste halt nie genau, wie das ausgelöst wird. Aber hier steht nach dem letzten Kampf. Also wenn der letzte Kampf in einem Gebäude stattgefunden hat, dann hat es den Lumpenumhang. Was für uns bedeutet, wir müssen Knovenserturm, aber das entwickelt sich erst mit Level 20, also das ist bis dahin noch gar nicht relevant. Katze City. Kann man Katze City. Arenen! Arenen sind Gebäude! Das heißt, wenn wir das in einer Arena entwickeln lassen würden. Das war close! Ja, lel. Aber es ist gut, dass es weiblich ist. Also, wie gesagt, das nehme ich gleich instant mit, du. Da kenne ich nichts. Da habe ich richtig Bock drauf. Holy shit, ich habe noch nie nur Madame trainiert. Das ist richtig, oh, richtig schönes Sinnoh-Pokémon, ne? Das ist nicer, dicer. Das kann zwar nichts am Anfang. Außer Tackle und Schutzschild. Um Kälteperioden zu überstehen, erhöht es sich genau im Sommer, ist der Umhang dünner. Und es kann sein Umhang natürlich wechseln. Und wir nennen Burmi nach Burmadame. Burmadame ist eigentlich echt schon ein geiler Name, ne? Wie nennen wir denn Burmadame? Ach du Schande. Burmadame. Boah. Mal kurz hier mit dem Chat arbeiten. Burma Dame. Das klingt gut. Ha! Dema Burma. Das klingt dumm. Mann, Burma Dame ist an sich schon echt ein guter Name für dieses Pokémon, ne? Ein Anagramm daraus zu machen ist gar nicht so einfach. Oder aus Burmi. Ich würde sagen, für das Nahen dürfen wir auch ein Moterpel benutzen. Weil. Ja, wobei. Ja, nur wenn sich was Schönes ergibt daraus.
Mann, das ist echt schwierig. Gummi. Ich habe einen coolen Namen, glaube ich. Jubrim. Ich glaube, Jubrim klingt gut. Oder Irbim. Irbum. Irmbu. Jubrum. Nee, Irbrum klingt, glaube ich, besser, oder? Mit Y. Irbrum. Klingt das weiblich? Irbrum? Die gute Irbrum. Klingt schon wie ein alter Frauenname, ne? Irbrum. Aber würde ja zu Burma Dames an sich passen, die gute Irbrum. Rium. Ja, das geht ja gar nicht. Wo ist da ein H? Das ist ja ein B. Burmi, wir haben ja B-U-R-M-Y. Rium wäre... Was? Rium, Alter, wie kommst du auf Rium, Junge? Rium, vielleicht. Rumbi. Rumbi. Ja, Rumbi. Rumbi klingt schöner. Geht irgendwie schöner über die Lippen. Rumbi. Hat überhaupt nichts mit Rumble zu tun, aber es klingt schön. Rumbi! Das ist ein schöner Name. Dankeschön, Alter. Darauf wäre ich nicht gekommen. Boah, die Höhle, Alter, wie die klingt. Rumbi! Ernst und hinterhältig. Munterkeit, finde ich einschlafen. Das ist. Achso, das kann bis jetzt nur Schutzschild. Ja, gut. Hab ich gesagt, dass das gut ist. Gut, dann tun wir das gleich mal rein. Zack, 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 vierte Gen. Und los geht's. Los geht's. Rumbi, das Burmi. So, wir können mal wieder das Suchspiel spielen. Ist Burmi eigentlich ein vierte Gen Pokémon schon, oder? Ja klar, da ist es ja auch. Dritte Reihe, zweiter Platz. Ganz, ganz klar. So. So. Und so. Oh, das hat sogar relativ gut funktioniert. Ach, Runweise wäre auch voll nice, ne? Oh, Niklas, dein Fake-Mon, das wie, das so eine Honigbiene ist. Das ist saugeil, ne? Tja, ich sehe da so viel Potenzial drin. Unfassbar. Ich liebe Fake-Mons allgemein. Man kann halt mit Fake-Mons, man kann so gute Designs rauskloppen. Einfach mit der Kraft der Gedanken. Ist schon nice. Ist schon geil. So, und dann right. Right in the ass. Lol. Ups. Na? Na? Da ist es. Warte mal, ich hätte gern Lumpenumhang. Gibt's das? Muss ich jetzt gucken. Burmi Lumpenumhang Chibi. Heißt denn das auf Englisch, Lumpenumhang? Ja, Gummi Chibi. Oh! Die sind ja schön.
Warum denn? Ja, das ist leider nicht da. Birdie Stitching. Draw all. Bug-Type Pokémon Chibi Badges. Was ist das denn? Achso. Oh, toll. Sieht ja mega kacke aus, Alter. Okay. Also das hier benutze ich mal für Bumi. Das ist was ganz Spezielles. Pokémon Chibi Bumi Umhänge. So. Ja. Sieht jetzt vielleicht noch nicht, aber gleich. Scheiße, die haben ja ein... Okay, Leute, wir machen Folgendes. Ich werde das Bild hier nochmal bearbeiten, sodass man, dass die keine Umrandung haben und auch keinen weißen Rand. Und dann können wir das einsetzen. Und derweil nehmen wir natürlich das hier. Ja, ist zweckmäßig, aber sollte schon gehen. So ungefähr. Und dann so ungefähr. Sollte sich vielleicht umdrehen, ne? Transformation. So. Ja, mach den mal ein bisschen kleiner. Fettes Ding. Hallo. So. Sehr schön. Da haben wir Bumi. Rumbi ist im Team. Sehr, sehr wunderbärchen. Ich mag's jetzt schon. Es ist süß. Es ist ein süßes Pokémon. Oh, vor allem, wie es hinterherläuft. Rumbi scheint es leicht zu frösteln. Ja, Mai, passiert, ne? Gibt's hier Items oder so? Oh, shit. Ist immer ein bisschen deep drin, aber, ne? Ist halt immer deep drin und sowas. Lel! Mortable fände ich jetzt nicht so cool, weil Kira Flug ist halt ein Typ, der... Ist jetzt nicht so krass. Was für Hagelalarm! LOL. Okay. Ja, gut. Sandomang! Nice. Ich mag Bumi, weiß nicht. Ich habe das damals schon gemocht. Ich fand es irgendwie. Das ist mal ein besonderer Käfer, ja? Das hat wenigstens mal was Eigenes, was Neues. Finde ich halt sau genial, das Design. Ups, ich habe den Chat nicht mehr vor Augen. Come on, man, please. Hello, Black Scar. Come on, man, please. What is your... Sorry, I cannot good English. I suck at English. Ups. Ah, lass mal speichern hier. Come on, please. Alter, ich hab immer noch Bock, ne? Habt ihr noch Bock? Ich hab mega Bock. Wir streamen jetzt fast 2,5 Stunden schon. Aber es bockt sich halt einfach. Man erzählt sich nachts über den Geister auf dem Dimensionsturm spuken. Angeblich zeigen Attacken des Typs normal keine Wirkung bei ihnen. Nicht, wenn man Gesicht hat. Und damit hat Ash ja übel den Geisttyp hier abgefuckt. Ich sag mal, wirklich mal, sag mal, hast du vielleicht einen Schnuvenser? Würdest du das gegen meinen Onyx tauschen? Ich hab leider keine Schnuvenser, sorry. Du willst also nicht tauschen? Zu dumm.
Pokémon, die du enttäuscht mit anderen Trainern halten hast, lassen sich schneller und leichter trainieren. Aber wenn du nicht schon richtig Raum besitzt, brauchen sie dich. Ja, sicher. Das ist genau das, was ich hören wollte. So. Jonas City, die Stadt der Nostalgie. Hey, bist du ein Pokémon-Trainer? Schlägst du den hiesigen an, darfst du dich bald zur Elite zählen? Zur Elite. Die Pokémon-Schule, die beste Adresse für kompetenten Unterricht in Sachen Pokémon. Okay. Falk, der Leiter der Pokémon-Arena von Villa City, ist ein großartiger Trainer. Er ist in den Fußstapfen seines Vaters getreten und leitet die Arena hier mit sehr viel Können. Pokémon-Arena von Villa City, Leiter Falk, der elegante Meister der Flug-Pokémon. Hallo, bist du ein Trainer? Hast du gewonnen in den Kampf gegen die Arena-Leiter? Noch nicht. Wirklich? Da hilft nur die Training. Folge mir, der Rekord. Lol. Ich bin hier der Lehrer. Wie sollte ich machen die Training hier? Ich fahre den Typen irgendwo. Hallo, lautet mein Name. Pokémon sind wunderbar. Oui. Ich werde dir viele Lektionen teilen, für zu werden eine bessere Trainer. Was möchtest du wissen? Soll ich dir erzählen, wie man wird stark? Ja, hau mal raus. Gut, so lass mich dir erklären. Im Kampf wird das erste Pokémon auf die Liste beginnen. Mit anderen Worten, also das Pokémon, das du für den spazieren, oder? Hast du keine andere Wahl, ändere die Aufstellung in die Liste, um zu werden eine Gewinnerin. Möchtest du oder noch mehr? Du möchtest also wissen, wie man trainiert Pokémon auf die Art und Weise, die ist richtig? Jaha. Très bien, so lass mich erklären. Selbst wenn ein Pokémon nur kurz an die Kampf teilnimmt, bekommst du zum Schluss ein paar von die EP ab. Führe eine schwache Pokémon mit dir spazieren und tausche sie dann am Anfang von die Kampf mit einer anderen aus. So können auch schwache Pokémon werden sehr stark mehr von mir. Soll ich dir nun beibringen, die korrekte Art und Weise zu kämpfen mit deinen Pokémon? Très bien, so lass mich erklären. Alle Typen von Pokémon haben die Teile vor und nach. In einem Kampf zwischen Pokémon von unterschiedlichen Typen kann sogar verlieren, die Pokémon mit dem höheren Level zu Dolores. So los. Clevere Trainer setzen deshalb in den Kampf immer ein Pokémon ein, das kann ausnützen die Schwachstellen des Gegners. Ja, danke schön. Also darf ich eine Erläuterung von Sag mal, schreibt er dann auf Deutsch oder wie schreibt er dann? Offensichtlich ist er ja französisch veranlagt. Oh, ich dachte, wo kann sie doch da, aber es steht nur Bahnhof. Ja! Das ist geil. Hier steht ein Fernseher. Ja, lol, ey. Herr Lehrer, können wir wieder einen Film gucken? Herr Lehrer, Frau Lehrerin, können wir wieder einen Film gucken? Film gucken! Film gucken! Freier Unterricht, Film gucken! Schön wär's, ne? Gelb. Ey, ich mag Bumi. Das ist so süß, Alter! Ich schwör, es ist eines der süßesten Käfer-Pokémon. Klar, es ist ein Beutelwurm. Beutelwürmer sind eigentlich nicht so süß. Aber es wurde halt sehr süß umgestellt. Lass sie den überhaupt nicht mitnehmen, weißt du? Weißt du Bescheid, ne? Hier, Arme nach Köln. Erdbeere, Tataubsi. Lol. Mein Taubsi ist Erdbeere. Meine Tochter nennt ihre Pokémon nach Sachen, die sie besonders gerne isst. Ja, da würden bei mir alle Fleisch heißen und Nudeln. Wäre nicht so nice, ne? Pflanzen sind auch Lebewesen. Deshalb ist es ganz natürlich, dass sie manchmal etwas Auslauf brauchen. Ja, natürlich. Warte mal. Chitani, komm raus. Bist du eigentlich schon ein Unlichttyp? Nee, noch nicht. Pflanze, Käfer, Gift, normal. Das sind so absolute wacke Typen, ne? Das sind so ziemlich die wackesten Typen, die es gibt. Fehlt nur noch Eis und Psycho, glaube ich. Psycho ist nämlich auch ziemlich wack, was so an defensiv angeht. Nur wegen diesem merkwürdigen Baums kann ich nicht nach Teak City. Warum nimmt denn niemand etwas? Herr Kumpel, kennst du das, wenn du irgendwo durchwühlst, aber so ein fetter Stein macht dir einen Strich zur Trennung? Na klar, kennst du das. Und schau mal her, ich habe ja genau die richtige Form für dich, Kumpel. Nice. Warum findest du dich da drumherum? Solange du den Orden aus der Arena von Lila City hast, kriegst du damit jeden bröckligen Felsen klein. Aber die Sache hat einen Rang. Wenn du den Hacker aus dieser Form mal gucken wolltest, vergisst du dich schnell nicht wieder. Überleg dir, dass es besser zweimal wegs Pokémon sieht, sein Kumpel. Das Geile ist, früher dachte ich, du könntest mit der Trümmerer hier durch. Ja, Pustekuchen, Alter. Weil es ist ja zwar ein Gestein-Pokémon, das wusste ich. Aber dann ging es nicht. Und dann dachte ich, man muss mit Zerschneider dadurch. Geht auch nicht. Ja, lol, ey. Von daher, alles Bullshit hier. Alles Bullshit. So.
Hast du diese merkwürdigen Bauungsstraße gesehen? Das kann ja klar sein. Immer weniger Menschen, die Anfragen besuchen. Hier lang geht es dann Anfragen. Jeder der vielen Steine dieses Gemäuers ist ein Übel, aus allen seinen Fragen, wie der Rügenwohl gebaut hat und zu welchem Zweck. Hier haben wir Skorupina gefangen, Freunde. Hier werden wir uns den übelsten Killer fangen. Das sage ich jetzt voraus. Ich sage voraus, hier gibt es ein richtiges Badass-Pokémon, das wir uns gönnen. Vielleicht wieder ein Pionscorer, da würde ich mich schon sehen. Auch wenn wir ja Käfer schon haben. Und Gift. Also wäre das eigentlich ziemlich dumm. Aber irgendwie so einen richtig starken Underdog möchte ich jetzt haben. So einen richtigen Underdog. So einen richtigen Killer. Ja! 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 Zum Beispiel. Muss ich kurz gucken. Ich glaube aber nicht, dass der drin ist, oder? 540. Halt doch dein Maul. Halt einfach dein Maul. Ist leider nicht drin, Freunde. Ist leider zu stark. Wäre aber so die Kategorie gewesen, ne? Elikid. Wenn Elivoltik nur 15 Stats weniger hätte. Oh. Ja, dachte ich mir, dass sowas bald passiert. Wir sollen ja speichern und dann resetten. Das soll ja klappen. Bin froh, dass das klappt. Also ich hoffe, dass das klappt. Also es hat ja schon einmal geklappt. Dann wird es auch ein zweites Mal klappen. So, und jetzt schließen und nochmal neu starten. Der Bug kommt leider öfter vor, wegen dem Randomize und wegen der ROM. Ich glaube, es liegt daran, am Desmumi in Kombination mit diesem ROM. Dass das irgendwie nicht klar kommt aufeinander. Auf ihr Leben. Die kommt nicht klar auf ihr Leben. Aber müsste jetzt gehen. Perfekt! Siehst du, alles easy peasy cheesy, Mann. Okay. Aber wir könnten vielleicht das Machtband Rumby geben wegen der Spezialverteidigung. Wegen der Spezialverteidigung. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so undumm. Die Frage ist, was muss denn ein Käfer-Stahl-Pokémon tanken? Pflanzenattacken? Die sind öfter spezial. Vielleicht mal, ja, Wassertacken, Unlicht, Psycho, sowas in den Dreh. Ja, das kann man da, Spezialverteidigung gar nicht so schlecht. Ich glaube, Käferstahl mixed war eine gute Entscheidung. Dass Boden dann physisch ist und Pflanze eher speziell, aber das macht halt kaum Sinn. Ich meine, eine Feuerattacke killt halt trotzdem. Also mit einer Feuerattacke stirbt es halt trotzdem, das Käferpflanzen. Bumi, auch wenn es das schönste von den dreien ist, glaube ich. Ich glaube, Lumpenumhang ist wahrscheinlich das hässlichste, finde ich. Aber ist halt. Ja, wobei, die sind halt alle relativ gleich schön. Aber Pflanze ist halt, weil es Pflanze ist, schöner. Dann finde ich dieses Sandmäßige, finde ich eigentlich auch ganz cool umgesetzt. Und dieses Stein. Da wäre Gestein, glaube ich, cooler gewesen als Typ. Möchte dir was verraten? Du kannst partieren auf die Karte von deinem Pokémon. Das ist eine kleine Lüge, wenn du willst. Ich will auch sein Pokémon, aber meine Mama will keinen kaufen. Man kann Google-Rezensionen machen auf Google Maps. Gemeinsam findest du dir selbst, indem du dir deinen Pokémon trainierst. Ja, machen wir doch mal, ne? Die Trägersäule des Turms soll einst aus einem über 30 Meter hohen Gewänse entstanden sein. Siehst du, wie sie sich bewegt? Die Menschen scheinen oben mit dem Training zu stecken. Der Gewänse-Turm wurde vor langer Zeit als Trainingsstätte für Pokémon errichtet. Leute, dies ist ganz und ich will sie dieses Turm schaffen, halten eine exklusive Attacke. Eine exclusive Attack. So sehr wir hier auch wütend, der Turm steht felsenfest. Eigentlich muss ich mal frühstücken, aber ich fresse hier Duplo. Weiser Zoe! Ja, was hast du denn? Ein Noctuska! Ja, moin! Das hätte ich auch gerne! Siehst du, ich hab 10 Ghoulis, aber ich hätte gerne Noctuska gehabt. Mann, belastend. Marcel, du bist dran! Eine offensive Giftattacke wäre mal cool.
Gegner eigentlich eine Angriffsattacke? Vermutlich Giftstachel, ne? Ja. Lol. Krass. Ich könnte Rummy einsetzen, da gibt's doch. Reicht glaube ich nicht. Man kriegt Rummy fette Erfahrungspunkte. Ja, okay, das ist vergiftet, das ist natürlich unglücklich. Aber passiert. So, sehr schön, Rummy. Du hast Noctuska solo besiegt, Kappa. Kann man mal machen. Alter, der Level up hier. Ist da. Oh, schön. Lehmschelle, wow. Lehmschelle, Alter. Okay, Rummy, was geht noch? Regice! Ja, sicherlich. Was denn auch sonst? Ist ja nicht OP oder so. Scheiß Legi-User, Mann. Holy fuck. Das ist ja Giginese. Ja, der kann stampfen, was? Oh. Achso, ja gut. Der physische Angriff scheint nicht der allerbeste zu sein. Die physische Verteidigung aber auch nicht, habe ich gehört. Alter. Ja, Hauptsache ich schreck zurück, ne? Felsenfest, jetzt als Fähigkeit wäre schon echt nice. Wobei, bringt nichts, wir haben Zeitspiel. Ach ja, doch, Felsenfest hätte was gebracht. Sporenwirt! Ja! Hä? Alter, Randomizer ist mal wieder random heute. Aber ganz schön. Oh, into one. Wir haben leider keine Pflanzenattacke. Ich würde gerne wieder Rummy leveln. Wir können ja mal scouten, was der macht. Mit dem Schutzschild. So, Scout. Aquaknall, okay. Der kann also schon eine Wasserattacke. Das ist bitter. Will ich wieder Marciel einsetzen? Oh nein, warte, wenn der... Oh, bitte kann keine Konfusion. Das wäre ich... Oh, scheiße. Der kann auch keine Konfusion, oder? Never ever. Endoron. Kannst du Konfusion? Nee, kann der nicht. Der kann sogar Wasserdüse? Alter. Richtig heftiges Pokémon. Marciel, vergifte es. Ey, der Stream ist so lang, den werde ich wahrscheinlich splitten. Lehmschelle. Macht wahrscheinlich nicht viel Schaden. Nö. Aber genau, ich kann sagen, ist eigentlich ganz okay. Kann man mal machen. So, jetzt Pfund. Ah, da geht die Aquaknarre schon daneben. Siehst du? Man kann auch tanken, wenn man gar keinen Schaden kriegt. Das geht auch. Pfund, Batz, ins Gesicht. Nice, das gibt Erfahrungspunkte. Rummy, solo gekillt, mal wieder. Wir kennen sie. Hi! Hallöchen, LP, Jeremy. And welcome zum besten Stream der Welt. Ganz klar. Oh shit, wir haben keine Tränke. Das ist schlecht. Da muss ich mal kurz Tränke kaufen. Keine Sorge, die Vergiftung killt nicht. Könntest du es in Roomba Darm umbenennen? ich glaube, das werde ich nicht tun. Roomba Dame, ey. Wow. Wow. Oh Gott, als ob wir uns nur zwei Tränke leisten können. Aber wie gesagt, Geld ist hier schon so eine kleine Mangelware. Geld ist eine Mangelware, vor allem. Geld ist eine Mangelwährung, wenn dann. Heißt es Währung wegen Ware?
Ah ne, da ist ein H drin. Währung heißt es wegen Wehren, also es bewährt sich. Gut, egal. Never. Wieso ist das jetzt eigentlich nicht Sandumhang? Lumpumhang? Ich. Bumi hat doch gerade gekämpft. Sag mir nicht, der Knovenser-Turm zählt nicht als Gebäude. Das ist doch ein verdammtes Gebäude. Es ist ein Turm! Was ist denn ein Turm sonst, wenn es kein Gebäude ist? Eine Höhle? Das ist doch niemals eine Höhle, Mann. Also das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Okay, was gibt's hier überhaupt für Pokémon? Das haben wir gar nicht aufgenommen. Finden wir jetzt raus. Pizza, Mensch, das ist absoluter Lappen. Aber wenn wir es killen, kriegen wir fette Erfahrungspunkte. Los, Maziel! Jo. Geht aber auch schon wieder ab hier. Pfund! Wieso kommen eigentlich immer die Zuschauer? Ich sehe, ich habe schon wieder 5 Zuschauer. Die Zuschauer kommen immer in den unspannendsten Momenten. Jetzt gerade gegen ein wildes Pokémon, unspannend. Nur für Erfahrungspunkte gut. Naja, ist halt so, ne? Mehr Zuschauer für mich zu gewinnen ist schwierig. So. Pfund! Bester Tag im Universum! Nicht. Boah, das ist der spannendste Kampf, den ich jemals hatte. Yeah. Zack. Oh Gott. Wieso ist Bietzer so, tanky, Mann? Das ist doch echt krass. Krass. Bietzer krass, Junge. Wer kennt's nicht? Komm, erlernst du jetzt Tackle, bitte? Was für? Wieso hat Bumi keinen Tackle gelernt? Das kann doch mit Level 5 Tackle, oder nicht? Alter, jetzt fühle ich mich aber verarscht. Wie, das ist mit Level 5 Scheiße? Ach, mit Level 10 erst Tackle! Ach so! Aber immerhin ein Platin, Hot Gold und Silver Käfer bis mit Level 15. Das ist gut. Das ist nämlich eine sinnvolle Attacke. Wow, und in Diamant und Perlkorn ist das noch nicht. Das ist ja mega dumm. Kommt noch so ein Quatsch. Das heißt, wir müssen bis Level 10 trainieren für Tackle. Für Tackle! Oh Gott! Und es ist immer noch Sandumhang, Alter! Was für? Seit wann ist der Knovenser-Turm eine Höhle? Das ist ein riesiger Holzturm in Würde, der von Weißen geschlagen wird, aber ein Riesenturm gefangen und gehören. Sprout Tower. Aber das ist doch Art des Ortes Turm. Kategorie Turm. Türme sind doch Gebäude. Oder nicht? Also, sorry, aber meines Wissens nach sind Türme Gebäude und keine Höhlen. Tut mir ja leid, wenn ihr das anders seht. Ne, aber ist halt schon dumm. Ach, nachts gibt's hier Nibulak. Also wir könnten hier... Ah, nachts haben wir... Wir haben ja keinen Nachtzyklus. Toll. Das heißt, Bidiza kommt hier krass. Bidi krass. Oh, Chukuso heißt der Turm. Aha. Das steht hier sogar noch. Oder? Orte? Da. Weitere Orte. Gut. Hier Ort nach Typ. Arena, Höhle, Hügel, Insel, Berg, Brücke, Bucht und so weiter. Und dann steht hier bei T Turm. Turm ist ja wohl eine eigene Art von Ort. Aber eine Art von Gebäude, oder nicht? Wieso kriege ich da keinen Lumpenumhang? Bummi, erklär mir das. Erkläre es mir. Hallo? Lumpenumhang.
Pflanzen machen bei Gras, dann nochmal bei Höhlen und Stränden und dann machen wir Gebäuden. Ja, gut, dann halt nicht. Wenn das für dich kein Gebäude ist, dann weiß ich auch nicht, Bumi. Also dann weiß ich es auch nicht. Aber dann ist es halt so, ne? Du Winsaturm ist kein Gebäude, Kappa. Muss jetzt los, muss noch einkaufen, war ein cooles Sohn. Bis dann, danke, dass du dabei warst. Bei Carpador musst du bis 15 Level, um Tackle zu bekommen. Ja, aber Carpador ist ja auch scheiße. Wobei, okay, ja, Carpador ist halt Carpador, ne? Immerhin kann Bumi Kiefer bis mit Level 15. Das ist schon echt eine starke Attacke, das stimmt. Ah ja, Sprudel. Nice. Nehme ich gerne mit. Aber ich dachte, mit Level 5 erlernt der Tackle. Und mit Level 10 dann Kiefer. Oder mit 15 Kiefer bis und... Ach, was weiß ich. Was weiß ich? Ist doch egal. So. Ja, genau. Alles klar. Hallo, Elevoltec. Gut, dass wir eine Bodenattacke haben. Ganz viel Chili. Aber das weiß ich nicht. Elevoltec ist halt schon krass. Ne? Beamschelle. Oh, shit. Ah, das war zu viel Schaden, meiner Meinung nach. Okay, das ist aber auch guter Schaden. Ich setz mal einen Drang ein. Franky. So, zack. Maziel ist wieder voll. Also ich generiere hier Kämpfe, die man wahrscheinlich niemals sehen will. Slimer gegen Elevoltec. What the fuck? Das ist der Randomizer, Freunde. Ich verweise übrigens auf alle neuen Zuschauer auf dem Discord-Kanal, auf dem Discord-Channel, wo ihr immer up-to-date seid, wenn ich neue Streams bringe. Und ja, lohnt sich halt, ne? Falls ihr mehr sehen wollt, falls ihr die Reise mitverfolgen wollt, die ich hier anstrebe. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Wäre schon sehr, sehr nice. Braucht jede Text- und emotionale Unterstützung, die sie gibt. Ja, Psycho-Pokémon. Ist klar. Pantimos von Weiser Dudley. Dudley. Lul. So, pass mal auf. Machen wir Sion rein. Bei. Oh, nee. Bitte tu das nicht. Konfusion hat er auch. Tackle! Boah, der Tank ist sogar echt gut jetzt mit der Barriere. Ja, mach halt noch eine. Das hat mich als Kind immer gewundert. Ich dachte, Barriere wäre sowas wie Lichtschild und Reflektor. Aber ist es nicht. Es ist tatsächlich nur eine Eisenabwehr, quasi. So, aber Panimus ist down. Die Erfahrungspunkte sind da. Die sind sogar echt gut. Die Level-Ups sind nice. Ja, bis auf hier. Upsang. Das ist auch eine gute Attacke. Die würde ich jetzt für Anziehung reinhauen. Also die ist nicht gut, die Attacke, aber sie ist halt besser als Anziehung eigentlich. Ja, genau. Ich habe ein Raikasa. Alter, was ist hier los? Ey, das ist die richtige Underdog-Challenge. Du musst mit so übelsten Lappenkindern gegen Elevoltec, Pantimus und Raikasa gehen. Die sind zwar nur Level 3. Oh. Aber trotzdem. Oh shit, Windhose. Das ist krass. Komm, Giftwolke. Wir sind gleich schnell? Ist ja funny. Hey, wir sind echt... Wow. Dreimal daneben mit einer 55%igen Genauigkeit. Aber wir sind echt gleich schnell. Wir wechseln uns gerade die ganze Zeit ab im Speedteil. Ist ja mega witzig. Ach so, das kannst du rückschrecken. Das wusste ich gar nicht. Ach, jetzt ist er doch wieder schneller. Gutes Speedteil an der Stelle. Gute Genauigkeit an der Stelle.
Ich will nochmal verweisen, 55%. Ne? Fünfmal daneben gegangen. Viermal, sorry. Aber ist trotzdem oft genug. Halt doch deine Mauer, Alter. Und jetzt bitte einfach mal Gift. Weißt du, während der Zeit wäre er schon an Vergiftung gestorben. Hätte es in der ersten Runde getroffen. Na, danke. Mei, oh mei, oh mei. Vorwarnung, Raikase, ist auch interessant so an der Stelle. Und macht Schaden an einem Raikase. Wir wollen es nochmal festhalten. Legendäres Pokémon des Himmels und der Ozonschicht. Hüter der Kriege oder irgendwie so. Hüter des Friedens. So rum. Hüter der Kriege wohl. So, dass Groudon und auch für das Gleichgewicht, dass Groudon und Kyogre nicht ausrasten. Wie die übelsten Mofos, die sie sind. Wenn der nicht fette Erfahrungspunkte gibt, dann weiß ich auch nicht. Der gibt jetzt übel die dicken Erfahrungspunkte. So 170, safe. 140. Ja, der Trainer hat echt kein Leben. Der hat halt wirklich kein Leben. Hat sich einfach mal Raikasa gefangen, ne? Kann man machen. Ich meine, mach ich auch. Unsere Level sind nicht so richtig balanced. Wir haben doch schon ein Schutzband. Können wir, ich will keine doppelten Items. Zittere wie Laub im Wind. Wie ein Gänseblümchen im Wind. Ja! Wir hatten jetzt Regieyes und Regirock, ja. Jetzt kommt irgendwann noch Registeel. Dann ist die Lunte am Brennen, Junge. Gestein. Ja, Maziel mit Lebensstelle, ne? Was soll ich machen? Ey, Maziel ist gerade unser MVP. Boah, der hat auch Stampfer. Das ist nix gut. Giftwolke! Ach Mann, Alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Interessant ist aber, wir sind schneller als Riro. Okay, nochmal. Giftwolke. Dankeschön. Beim vierten Mal trifft's. Bei einer 55% Genauigkeit. Ach so, mach einen Crit. Arsch. Lebensstelle. Oh. Ja, okay. Vielleicht hätte ich zweimal Lebensstelle machen sollen. Er crittet halt nochmal. Klar. Aber das habe ich einkalkuliert. Hat sogar jetzt diesmal 9 Schaden gemacht. Rumbi, jawohl. Meinst du den Trainer? Ich meine den ganzen Turm. Ach so, ja. Genau. Nicht nur der Trainer ist gerade. Oh, Wasserstahl. Ich brauche schon wieder Maziel. Ich brauche immer Maziel. Das kann doch nicht angehen hier. Wasserstahl. Er ist schon ein Assi, ein asozialer Wichser, ne? Jetzt muss ich echt den Sprudel zocken. Ja, komm. Den hätte ich eigentlich in der Arena gebraucht, aber... Weiß ich nicht. Er hat doch Save Metal Claw oder so drauf. Tackle, okay. Hä? Wie, was für Tackle? Plinfer hat Pfund als Anfangsattacke. Wie kann denn Impoleon Tackle? Also eigentlich kann ja jedes Pokémon Tackle, aber das macht immer gar keinen Sinn. Als ob der Tackle lernt. LOL. LOL. Moment. Ich dachte Plinfer wäre Pfund. Ja, ist echt so. Pfund. Aber Impoleon selber hat auf Level 1 Tackle und nicht Pfund. Hä? Ist ja mega weird. Okay. Habe ich auch noch nie gesehen.
dachte, die haben immer die gleiche Angriffsattacke, aber Boost-Typen. In Polen ist ja was ganz anderes. Ist ja kein Pinguin mehr, so wie blind war, sondern ein Kaiserpinguin. Ist ja eine ganz andere Tierart. Nur Lebensstelle ist speziell. Das bringt ja halt gar nichts, meinen Angriff zu senken, ne? Aber du kannst dich gern fertig machen lassen. Oh, das macht jetzt einen Schaden. Haha. Nice. So. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr nice. Boah, lecker Erfahrungspunkte. Und wieder ein Noctuska. Ja, moin. Rambi, Rambi, Rambi. Maziel, MVP, wir kennen es, ne? Wir kennen es. Nur zu gut. Ich hätte auch gerne noch Disco. Satzamurzel. Wäre schon geiler gewesen. Ach komm, Alter, das ist doch ein Witz. Wann habe ich das letzte Mal beim ersten Gefolge, bei der ersten Gefolge getroffen? Oder bei der zweiten? Ey, das ist 55%. Was für 55? Für mich fühlt sich das an wie 30. Ja, mach halt Wachstum, werd noch größer, damit du noch mehr Gift einstecken kannst. Ist klug. Pfund. Putz. Pfund macht echt Schaden, Alter. Slime auch für ein Angriffswert hat. Wobei noch Tuska. Ja, ist jetzt nicht da. Wow. Wow. Das war ja ein Absorber, du. Heftig. Dreimal Wachstum eingesetzt, trotzdem nur ein KP abgezogen. Nicht mal zwei. Nicht mal zwei KP werden ihm vergönnt. Mein Wille ist schwach. Deine Pokémon auch. Was willst du denn jetzt? Berg am Apparat, ich habe alle möglichen Bären gefunden. Wenn du willst, teile ich mit dir, Route 31. Okay, cool. Müssen wir dann mal wieder vorbeigucken. Ja. Ich muss am Wurzel nach vorne nehmen. Ich glaube, er entwickelt sich mit Level 14 zu Blanas, ne? Wir haben ja leider Level Cap. Also. Ja, wird es vor der Arena nix. Ja, Level 14, geil. Shitty McTiddy. Okay. Die Fossilien sind da. Naja, wenn es vor der Arena eh nichts wird, dann brauche ich nicht trainieren. Ich wandle auf dem Weg des Pokémon-Trainers, um Erleuchtung zu finden. Ja, lol. Erleuchtung, was? Kauf dir eine Kerze, Mann. Da hast du Erleuchtung. Ha. Oh, 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 Lidion ist, ist solid. Also in diesem frühen Stadium ist Lidion echt nicht so zu unterschätzen. Vor allem als voll entwickeltes Pokémon Level 6. Ja, unser MVP-Tank wieder. Giftwolke, komm! Er trifft natürlich! First Turn mit dem 55er Superschall. Was auch sonst? Pass auf! Ist klar, oder? Seems legit. Oh, oh, wir treffen mit Giftwolke. Das ist ja mal was Neues. Das ist geil. Und Maziel, los! Maziel Davis. Zack! Fund ins Gesicht. Wir kämpfen gerade mit ähnlichen Base-Stats. Guter Angriff und gute Spezialverteidigung. Aber schlechten Verteidigung. Beide kloppen sich einfach nur auf die Omme. Zack. Man sieht gar nicht, dass Lidia ein Flug ist, ne? Warum haben sie es nicht einfach zum Käferkampf gemacht? Das verstehe ich nicht. Warum hat Lidia keinen Kampf Mega? Das ist eine andere Frage.
Na klar, 100 Bases auf Lidian machen nicht wirklich viel. Man könnte aber so wie bei Bibor, einfach ganz viel vom Spezialangriff und Verteidigung wegnehmen und das alles auf Angriff und Innen setzen. Komplett GG. Komplett GG. GGVP. Na, ihr wisst Bescheid. Oh, ich hab gespeedet. Nein, ich wollte nicht speeden. Nein! Nein! Ich hab nicht gespeedet. Kriegt meine Stimme scheiße? Ich hoffe nicht. Na, ihr wisst Bescheid. Oh, ich hab gespeedet. Nein, ich wollte nicht speeden. Nein! Nein! Ich hab nicht gespeedet. Okay, meine Stimme klingt okay. Gut. Machen wir mal einen Schutzband drauf. Alter, zwei Fusil. Ah, nee, hä? Ach so, Leute, wir haben zwei. Ja, okay, wollte schon sagen. So. Ja, man sollte vielleicht das Schutzband-Pokémon nach vorne nehmen, weil es sonst ja nichts bringt. Wieso muss man denn hochgehen, um wieder runterzugehen? Die Mechanik ist seltsam, Freunde. Äußerst skurril. Äußerst skurril. Ja. Jetzt holen wir uns noch die Beeren ab. Ich frage mich, was das für Beeren sind. Ob es Nagelbeeren sind, Sinelbeeren, Zitrobeeren. Das wäre ganz cool. Oder weiß ich nicht, Beeren. Fragierbeeren. Wow. Wow. Gut. Hashtag Schutzband. Wir sollten uns aber die Encounter eigentlich schon fangen, weil... Ja... Zur Sicherheit, ne? Dass wir welche haben. So. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für den Stream. Wir haben jetzt knapp 3 Stunden gestreamt. Ziemlich nice. Ja. Ich werde entweder heute... Nee, heute Abend bringt nicht. Nee, heute Abend bin ich gar nicht schaffen, Leute. Morgen um 12 Uhr werden wir wieder streamen. Vielleicht auch früher schon, je nachdem. Entweder 11:30, 12:00, sowas um den Dreh. Weil ich hab Bock. Und dann machen wir den Convention-Turm fertig. Die Arena. Und verlassen diese räudige Stadt. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Video geguckt habt. Ansonsten schaut jetzt noch auf Discord vorbei. Dort könnt ihr den Discord-Channel mit allerlei anderen Zuschauern und Leuten euch unterhalten. Ist ganz cool, ist eine ziemlich angenehme Atmosphäre dort. Und ihr werdet natürlich auch immer benachrichtigt von mir, automatisch, also nicht automatisch, sondern ich mach's manuell, wenn der nächste Stream am Start ist. Ja, morgen 12 Uhr, danke fürs Zuschauen, haut rein, liebe Freunde, bis dann, ciao.